Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. Für mich die gleiche Aufnahmesession, für euch eine weitere Folge. Und wir haben noch eine von diesen Bohrinseln nicht untersucht und die ist da gegenüber. Da müssen wir jetzt aber nochmal eine Ebene runter. Und dann müssen wir einmal quer durch. Da unten steht unser Motorboot, was saulaut ist, habt ihr in der letzten Folge mitbekommen. Eine Unverschämtheit. Na gut, es ist handgecraftet, da müssen wir noch optimieren. Vielleicht können wir es noch ein bisschen besser einstellen. So. Guten Tag. Noch ein Jerrycan. Nicht euer Ernst. Hä? Hier regnet es ja gar nicht rein. Doch, teilweise. Mal weg. Noch ein Motor. Nehmen wir halt noch einen dritten mit, was soll's. Motorteil im Überfluss. Noch ein Eimer. Yay, haben lange keinen Eimer mehr gehabt. Und ein Feuerzeug. Also das ist seltener gewesen als den anderen Shit, den wir bis jetzt gefunden haben. Mit der Sauerstoffflasche, die ich in der Hand habe, können wir auf jeden Fall noch ein gutes Stück länger tauchen. Jetzt untersuchen wir erstmal den Teil hier oben noch. Eine Machete, die jetzt rausguckt und vorher nicht, springt sie mir entgegen. Oh, noch eine Lampe. Oh, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ach, fuck, was lassen wir denn da? Wie sieht's denn aus? Wasser. Noch ein Kompass. Nehmen wir mit. Der Trend geht zum Zweitkompass. Noch ein Hammer. Also da muss ich echt sagen, das Licht nehme ich gerne mit. Und Bandage könnte auch Sinn machen. Sprit. Ich glaube, ich lasse dann die Bohnen hier. Weil Licht ist immer gut. Noch ein Eimer Wasser. Haben wir aber, ne? Ja. Jetzt fängt es natürlich wieder an zu regnen, ne? Ist ja klar. Ist ja völlig logisch. Aber wir haben einen Kompass, das heißt, wir können auch in der Nacht reisen. Jetzt überlege ich nur gerade, auf welcher von diesen Bohrinseln wir uns hier ausbreiten. Also die Dinger sind ein bisschen klein, wie ich finde. Mit dem Glasdach ganz witzig, aber ich glaube, wir nehmen eine von den hinteren dann. Wobei es hier auf einmal nicht reinregnet. Sporadisch. Tja, ich würde sagen, wir fahren mal zu einer der Inseln zurück. Nein! Ah. Shit. Ich hoffe, ich habe mir nicht die Beine gebrochen. Weichei. Hm. 140. Südosten haben wir gesagt. In diese Richtung müssen wir. So. No, über die Kante kommen wir irgendwie nicht. Verpiss dich, Hai. Lass mein Boot in Ruhe. Vergesse ich mich. Ah ja. Jetzt geht's. Uah. Okay. Motor an. Hört sich an wie ein Rasenmäher Sonntagmorgens. So. Na, lenk doch. Wo ist das Problem? So. So, 140 geht in diese Richtung. Ganz schön laut. Hat man in den letzten Folgen schon.
Irgendwie habe ich es mit dem Lenken noch nicht so raus. So. Mal ein bisschen nach unten gucken. So, ich überlege gerade, wo ich mir was aufbaue. Da kommt der Hai. Ich bin am Überlegen, ob das auf diesen Dingern Sinn macht. Wir können es ja mal probieren. Wir holen mal ein bisschen Holz. Die sind verbunden, ne? Das? Jo. Motorbootgeräusche im Regen. Es wird auch gerade Nacht. So wollte ich es haben. Ein bisschen Licht, damit ich mein Boot auch wieder finde. Boah, hier sieht man gar nichts. Hallo? Können wir mal ein bisschen Licht machen? Ich glaube, ihr spinnt. War ein schönes Bild, ne? Meine beiden Boote hier. Mein ganzer Stolz. Meine Yacht. Sozusagen. So. Ach ja, wir brauchen ein bisschen Holz. So, dann... Tauchen wollen wir heute nicht. Und den ganzen anderen Stuff will ich auch erstmal nicht mitnehmen. Wo war das denn? Ach hier. Ist die umge... Warum ging die jetzt aus? Warum ist die jetzt ausgegangen, frage ich mich. Nachher haben die noch eine Batterie. So. Ah, schön. Wird langsam still. Der Regen hat aufgehört. So, Motoren. Hatte ich gleich drei mitgebracht. Wir haben noch zwei Jerrycans. Wir haben noch einen Tank. Und wir haben auch noch irgendwo eine Schiffsschraube. Dachte ich zumindest. Doch da, direkt vor mir. Das Ding brauchen wir nicht. Bandage brauchen wir nicht. Eigentlich geht's uns gut. Kompass-Dings, okay. Und dann bringen wir jetzt mal ein bisschen Material rüber auf die Insel. Solange es nicht regnet, ist es ja ganz angenehm zu fahren. So. Wir brauchen eigentlich am Anfang ein paar Stickies, weil wir brauchen aber auch Seil. Detail ist. So. Brauche noch mehr Seil. Jetzt können wir nichts mit Basis bauen und so weiter. Axt. Ja, und ich weiß, dass wir eigentlich ein Paddel da lassen können. Ich habe nur so ein bisschen die Bedenken, dass dem Boot irgendwie der Sprit ausgeht. Und wir dann. Da ist noch eine. Cool. Mann, das ist schon immer so viele Yucca-Palmen hier. Ein Traum.
dass, wie gesagt, der Sprit uns ausgeht und wir da nicht mehr wegkommen. So, 444, Kompass, Gott. Ich würde sagen, das langt erstmal. Da probieren wir uns drüben eine Foundation aufzubauen. Braucht man einen Hammer dafür? Braucht man einen Hammer dafür? Jetzt bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube ja nicht. Können wir mal hier hingehen? Campfire, das geht so. Doch, ich glaube, wir brauchen Hammer. Hammer drüben, Hammer. Hammer, ein Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Waren drüben nicht nur welche? Gut, warte mal. Selbst wenn jetzt der Kompass ausgehen würde... Naja, wir lassen mal den Kompass hier. Lassen wir hier beim Licht. Da finde ich es auf jeden Fall wieder. Und dann nehmen wir einen Hammer mit. Habe ich die nicht drüben? Doch drüben die ganzen Hämmer gelassen, gell? Na gut, wir müssen früher oder später müssen wir den ganzen Stuff umziehen. Auf eine der Inseln. Wenn sich das, wenn das wirklich gehen sollte, da oben was aufzubauen, dann... Nee, ich hab doch nicht... Ich hab... Hä? Ich hab nicht einen Hammer hier? Gut, dann hat sich das eh erledigt. Dann hat sich das sowieso erledigt. Oder hatte ich hier drüben einen abgelegt? Steine, Kokosnuss. Auch keine einstecken. Okay. Gut, dann bringen wir den Stuff erstmal hier rüber. Nehmen wir doch die ganzen Kompasse mit. Kompasse? Ist das Mehrzahl? Kompasse? Kompassion? Ich überlege jetzt gerade, ob ich euch das mit dem... Das ist ja nur so ein kurzes Stück. Da könnte ich eigentlich auch paddeln. Könnt ihr noch... Warte mal. Könnte ich noch ein Ersatzboot machen? Ein Drittboot. Der Trend geht ja zum Drittboot. Obwohl. Scheiß drauf. So. Ja, wesentlich schneller, die Hütte hier. Wir gehen auf jeden Fall. Einen Moment noch. Ich bin fast da runtergerutscht, weil ich einfach vorwärts gelaufen bin. Man müsste sich einen Landungssteg craften können. Guten Tag. Mist, ich habe mir auch keine Lampe mitgenommen, ne? Ich hätte ja eine von den Lampen mitnehmen sollen. So. Müssen wir uns erstmal hier das Dach angucken, ob das genehm war. Ist hier nicht nur eins hoch? Hä? Moment. Da geht's runter. Ah, hier geht's hoch. Hier ist auf jeden Fall Platz, ne? So, jetzt probieren wir's. Campfire. Ich glaube, wir brauchen Hammer. Mehr gar nicht. Noch ein Paddel. Ich weiß, dass drüben Hämmer sind. Oh. Wo ist die Taschenlampe hin? Ich hatte doch eben eine Taschenlampe aufgenommen. Oder war das keine Taschenlampe?
ist natürlich besonders dämlich, jetzt hier im Dunkeln rumzurennen. Ich glaube, den Kram habe ich aber alles gelootet. Ach man, Minjas, ist das jetzt echt wahr? Muss ich jetzt hier einmal rum? Große Scheiße, mitten in der Nacht. Kann jetzt nicht sein, oder? Oder waren hier drüben noch welche? Über die Abgründe zwischen diesen Blanken hier kann ich übrigens drüber hüpfen. Jetzt habe ich definitiv eine Torch aufgenommen, die gerade mal weggebackt ist. Was ist denn das jetzt? Kann jetzt aber nicht sein, oder? Komplett weggebackt. War hier noch ein Hammer? Ah, den geraden Kram kann ich aufnehmen. Okay, also es ist kein genereller Fehler. Da sind nochmal Vitamine. Da sind Antibiotika. Torch. Anlasser. Die Taschenlampen backen weg. Hardcase. Binoculars brauchen wir auch nicht. Wir brauchen einen Hammer. Ach, wie doof. Weißt du, jetzt lasse ich alle Hämmer da drüben. Das kann jetzt nicht sein, oder? Gibt's ja nicht mal Steine, die ich irgendwie zerklopfen kann, um mir einen provisorischen Hammer zu machen. Okay. Tja. Ich werde, glaube ich, nochmal hier rüberfahren. Im Dunkeln ist... Sehr gut. Das ist immer gut, sich die Beine mal schön zu brechen. Weichei. Falsche Seite. Da ist es. Langsam. So, wir werden nochmal rüberfahren und uns doch noch einen Hammer besorgen. Und zwar, Südosten 140. 140 liegt unsere Basis. Das heißt, wir müssen Richtung 320 da hoch. Okay. Motor an. Und Full Throttle. Hey. So, schon sind wir da. Natürlich toll jetzt hier mitten in der Nacht. Hier rumfahren ist kein Spaß ohne Taschenlampe. Die Taschenlampen backen alle weg. Schwierig. So, jetzt müssen wir nur noch wiederfinden, wo wir den Hammer abgelegt haben. Feuerzeug. Kann man nicht ein Feuerzeug in die Hand nehmen? So ist doch schon mal besser. Wahrscheinlich verbrennen wir uns gleich die Flossen wie im wahren Leben. Pff. Schön mal den Daumen weggesenkt. Hm, ich glaube aber, es waren eine dieser hier. Rennen wir mal hier rüber. Bin mir nicht sicher, auf welcher Seite. Auf jeden Fall haben wir noch ein Feuerzeug. Dunkeln ist gut, munkeln. Hm. War es doch auf der anderen Seite, oder? Wir hatten sie so im Gang liegen lassen, oder war das eins höher? Kann auch eins höher gewesen sein.
Machete. Lala. So, kurz ins Inventar. Was lassen wir da? Können wir uns hier reinpfeifen? Können wir nicht. Lassen wir sie da. So, Hammer haben wir. Feuerzeug am Start. Und zurück. Hätten wir mal den Hammer vorher mitgenommen. Verschwenderisch wie wir waren. Ich dachte aber wirklich, wir hätten einen auf der Insel. Deswegen habe ich mir den auch nicht mitgenommen. Moment. Falsch, oder? Wir müssen hier erstmal rüber. Die andere Seite wieder. Hier. Da unten liegt das Boot nämlich. Und ich würde sagen... Nee. Ich springe nicht ins Wasser, um dann vom Hai gefressen zu werden. So. Damit ihr auch seht, wie ich mir die Beine breche. Hier runter. Boah. Falsche Richtung. Und... Nein! Oh, ich Idiot. Oh Gott. So viel Leben verloren. So, Kompass. Südosten 140. Hinter uns, genau. An. Nein, ganz kleiner Moment. An dieser Stelle verabschiede ich mich aus einer Folge. Ich fahre jetzt weiter darüber und in der nächsten Folge werden wir probieren, dann mit dem Hammer da oben eine Basis aufzubauen. Wenn das nicht klappt, bauen wir uns die Insel aus. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn wir in der Nacht ziemlich viel Krach gemacht haben, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zur nächsten Folge von Stranded Deep. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.